Ich saß ganz hinten in der letzten Reihe. Und dann sagt sie, du, zeigt sie auf mich drauf, du, komm nach vorne, nach vorne. Das war die 7. Klasse. Und ich meine, ich bin selber im ersten Lebensjahr hier. Und ich gucke mich so, was ist hier los? Nach vorne, hier, und zeigt dann auf den Tisch. Und ich gehe da vorne und setze mich an den Tisch. Dann guckt sie über mich hin drüber und spricht zu den anderen und sagt, ich habe ihn jetzt nach vorne geholt, damit er hier besser mitkommt und das Ganze auch besser versteht. Und die Klasse bricht voll in Gelächter natürlich aus. Naja, nach einer Woche musste ich wieder nach hinten, weil ich zu viel geschwätzt habe. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin, wir sind hier auf der Insel Usedom, auf der Eigentümlich-Frei-Konferenz und im Publikum habe ich einen besonderen Gast entdeckt, den Hyperion. Hyperion, herzlich willkommen. Servus, hi. Wie gefällt es dir bisher? Sehr unterhaltsam, sehr lehrreich. Also man lernt hier sehr vieles und sehr interessante Menschen hier, habe ich festgestellt. Was denn so zum Beispiel? Was ist dir besonders aufgefallen? Erstmal, Henrik M. Broder ist kleiner als ich dachte. Das war für mich ein Schock. Ich habe ihn für einen großen Mann gehalten. Das ist er immer noch im Geiste. Ich dachte, du bist auch kleiner, wenn ich das mal so sagen darf. Direkt, ich hätte dich irgendwie kleiner, aber du bist ja fast so groß wie ich. Ja, ich bin fast 1,80, ja. Fast, aber nicht ganz. 1,50 ist auch okay. Aber ganz interessante Menschen. Auf jeden Fall, die Vorträge waren bis jetzt ganz okay. Ich habe noch nicht, heute habe ich jetzt noch nicht ganz so viele mir gegeben, aber allein schon, was wir gestern zu hören bekommen haben, auch die Stories, die wir zu hören bekommen haben. Und auch die Preisverleihung fand ich ganz interessant für die Jungautoren. Es ist so, dass wir beide da ein bisschen auffallen, sag ich mal. Wir sind die einzigen mit afrikanischem Ursprung. Offensichtlich ist es dir auch schon aufgefallen. Und anders gesagt, ich habe dich vielleicht auch deswegen angequatscht, weil du hast in einigen Videos von dir auf deinem Kanal über dieses Thema gesprochen, wie deine Erfahrungen sind mit deiner Hautfarbe. Und deshalb habe ich mich öfter wiedergefunden. Und was glaubst du, warum sind da nicht mehr, sag ich mal, nicht alte weiße Männer im Raum? Soll ich jetzt mit IQ und sowas kommen? Nee, Quatsch. Also, Was meinst du mit Eco? IQ, Intelligenz, Eco? Echo? Echo? Echo, nein, Intelligenzquotienten, aber ich wollte jetzt nicht mit den Durchschnittswerten oder Ähnlichem kommen. Ich glaube auch, das hat auch was mit Vermarktung zu tun, auf der einen Seite natürlich und dann aber auch was mit Interessen. Und vor allem aber, also sprich Interessen im Sinne von, wo liegen die politischen Interessen von Leuten, die so aussehen wie wir in der Regel? Und die sind meistens eher doch etwas linkslastig. Die werden jetzt nicht bei so einer Veranstaltung sein oder generell Interesse haben für den Libertarismus. Die meisten neigen, also wenn man sich zum Beispiel Afrika anschaut, Afrika wird aufgrund von mehreren Dingen zerstört, aber eins der Hauptprobleme, welches sie haben, ist Sozialismus. Also das fehlende Recht auf Eigentum, die Sicherheit, dass wenn ich etwas anbaue, dass ich auch selber ernten kann. Korrekt, korrekt, korrekt. Das ist, also in Afrika nennen sie es natürlich, dann nennt sich das Ganze Panafrikanismus. Viele von denen glauben natürlich aber trotzdem, dass sie die wahre Lehre von Marx vertreten oder Lenin und so weiter und so fort. Und das wuchert dort rum, vor allem durch den Zweiten Weltkrieg, wollte ich schon sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Als der Kalte Krieg gedroht hat, haben die Sowjets sich dort sehr, sehr weit ausgebreitet, die Ideologie natürlich dort sehr, sehr weit verbreitet. Und die Resultate sehen wir jetzt immer noch. Der Kolonialismus war besser für Afrika als tatsächlich der Kalte Krieg. Das hat nämlich auch der CDU-Afrika-Beauftragte gesagt und der Mann hatte recht. Wie ist das für dich als afrikanisch Stammiger hier auf der Konferenz? Hast du da irgendwas erfahren? Ich sag mal, böse Blicke, dass du jetzt total verletzt bist oder so? Oder wie kam das? Wie wirkt das auf dich? Weil ich habe öfter den Eindruck, dass ich gefragt werde von anderen Leuten, so nach Motto: ja, passt du da überhaupt hin? Musst du nicht aufpassen? Benutzen die dich nicht nur oder sowas? Das sind doch eigentlich alles Rechtsradikale. Und wie ist so deine Erfahrung? Also ehrlich gesagt, gerade hier mache ich mir überhaupt keine Gedanken und ich glaube, die Leute machen sich auch keine Gedanken darüber. Es ist so vollkommen irrelevant hier. Also für mich eigentlich auch, weil gerade hier in dem Kontext. Ab und zu witzelt man mal hier vielleicht ein bisschen rum mit den jüngeren Leuten, was das angeht, aber egal. Ja, also du kannst, hast du auch einen guten Umgang, wie ich finde. Also du machst auch selber Spaß darüber. Wir selber haben ja gerade schon Spaß darüber abgegriffen, dass man mal nicht schwarz sieht oder sowas, haben wir, glaube ich, gesagt. Oder irgendwie Ja, und dein Nachname? mein Nachname. Das hat jetzt gar nichts zur Sache zu tun. Okay. Genau. Ich würde übrigens Pfeiffer heißen, mütterlicherseits, aber ist auch nicht interessant, ne?
Nee, du wolltest dich dann doch nicht ganz integrieren. Ja, stimmt, ja. Wollte ich, wollte ich nicht. Aber ich bin auf dem Weg. Ich finde auch, du sprichst übrigens gutes Deutsch. Wie oft hast du das schon gehört? Wir haben vorhin noch darüber ein bisschen gescherzt, ja, sehr häufig. Also klar. Auch die Überraschung. Ich glaube, ich habe die Story bei mir auf dem Kanal bestimmt schon mal erzählt in irgendeinem Livestream. Da gab es die Situation, eine neue Lehrerin kam zu uns. Die hat auch unsere Klasse bekommen als Klassenlehrerin, wurde sie dann gleich eingestellt. Und ich saß ganz hinten in der letzten Reihe. Und dann sagt sie, du, zeigt sie auf mich drauf, du, komm nach vorne, nach vorne. Das war siebte Klasse. Und ich meine, ich bin seit meinem ersten Lebensjahr hier. Und ich gucke mich so, was ist hier los? Nach vorne, hier. Und zeigt dann auf den Tisch. Und ich gehe da vorne und setze mich an den Tisch. Dann guckt sie über mich hin drüber und spricht zu den anderen und sagt, ich habe ihn jetzt nach vorne geholt, damit er hier besser mitkommt und das Ganze auch besser versteht. Und die Klasse bricht voll in Gelächter natürlich aus. Naja, nach einer Woche musste ich wieder nach hinten, weil ich zu viel geschwätzt habe. Und wahrscheinlich hast du viele solche Erfahrungen gemacht, dass man sozusagen auch als afrikanischstammiger so in Deutschland ein bisschen wie soll man sagen, besonders bevorteilt wird. So, ich erinnere mich auf einem Veranstaltung bei der Uni zum Beispiel, da gab es so Backstage mit Buffet und ich bin einfach hingegangen, konnte essen. Also sie haben mich einfach für einen Hip-Hopper oder so gehalten, habe da sozusagen VIP-Bereich gehabt und andere wurden da richtig hart verscheucht. Und mich hat gar keiner gefragt und da kannst du bestimmt auch hunderte Geschichten davon erzählen, oder? Ja, also zum Beispiel Bundeswehr, Klassiker. Bundeswehr muss man sich natürlich immer rasieren, die Pflicht, alles muss ordentlich sein, also eine Grundausbildung vor allem. Und ich weiß nur, irgendwann hatte ich das nicht gemacht. Müde, was auch immer. Dann kommt dann einer der Ausbilder zu mir, was mit denen? Wie sehen Sie denn aus? Haben Sie sich nicht rasiert? Und dann sagt er zu mir, sage ich halt natürlich, tut mir leid, wegen meinem Glauben, das ist unvereinbar. Und ich sehe halt so aus, als ob ich vielleicht einen anderen Glauben haben könnte. Ich bin aber evangelisch, der hat sich sofort entschuldigt, aber trotzdem. Entschuldigung, wusste ich nicht und hat dann nichts mehr gesagt. Ein anderes Mal in der Kantine, es gab irgendwie was mit Schweinen. Ich esse Schwein. Es juckt mich nicht, aber da gab es irgendwas anderes. Ich wusste, die anderen, manchmal mussten die für die Muslime etwas anderes bereithalten oder für Vegetarier oder sowas. Dann habe ich gesagt, ja, mit meinem Glauben ist das nicht vereinbar. Ich hätte gern was anderes. Dann haben die tatsächlich für mich was anderes gemacht. Und am anderen Tag habe ich dann tatsächlich trotzdem das Schwein genommen. Da hat der aus der Küche gerufen, ja, aber das ist Schwein. Da habe ich nur zurückgerufen, heute ist ein Feiertag. Und die haben das so hingenommen. Ja, spannend. Vielleicht noch was anderes. Du bist sozusagen eigentümlich frei gesponsert, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ja, ab und zu. Ab und zu. Aber trotzdem auch mit der AfD sozusagen im Bett, sage ich jetzt einfach mal. Oder wie ist da die Versuchst Konstellation? Du gerade eine Verbindung zwischen eigentümlich frei und der AfD herzustellen? Das ist sozusagen der Konflikt, den ich gerade mit dir aufbrechen möchte. Wie passt das zusammen? Also auf meinem Sender mache ich auch doch offen AfD-kritische Sachen manchmal. Sehr vieles ist natürlich, wie soll ich sagen, auch positiv für die AfD oder ich verteidige die auch, aber wenn ich das Gefühl habe, dass die Schwachsinn reden, dann mache ich ein Video darüber. Wenn ich zum Beispiel mehrere Bundestagsabgeordnete höre, wie sie Fridays for Future kritisieren, was ich ja gut finde, aber die Argumentationsweise halte ich manchmal für schwachsinnig, wie wenn sie sagen, ja, die Kinder sollten lieber in die Schule gehen, die Schulpflicht, die Schulpflicht, die Schulpflicht. Und bei mir ist natürlich überwiegt natürlich dann eher der liberalere Geist, wo ich denke, ja, das Schulpflicht ist erstens, halte ich sie für unangebracht in der heutigen Zeit und zweitens aber auch, denke ich, habe ich dann auch die Frage gestellt in einem Video, ja, würdet ihr die Leute jetzt auch kritisieren, wenn die Kinder protestieren, demonstrieren würden gegen die Masseneinwanderung? Würdet ihr auch sagen, was ist mit der Schulpflicht? Ich glaube nicht. Deswegen halte ich das zum Beispiel für geheuchelt. Und ich denke, es ist auch wichtig, dass man auch aus den eigenen Reihen ein bisschen Kritik bekommt. Um auch zu lernen und jetzt höre ich dich rauszusagen, dass du dein eigener Denker bist, dein eigener Geist bleibst, egal ob du jetzt quasi mit der AfD zusammenarbeitest, du bleibst trotzdem dir selber treu und stellst dir weiterhin die Fragen und suchst nach Antworten, ja? Ja, das kann man sagen. Ich denke, wenn man die Politik sich anschaut, ich glaube, niemand mag treue Parteisoldaten, oder? Ich denke, der Parteikader, der sucht nach den solchen Leuten. Vermute ich jetzt. Ich habe, weiß nicht, wie ist es? Kann sein, dass sie nach solchen Leuten suchen, aber am Ende des Tages gibt es ja auch so etwas wie Basisdemokratie. Die Leute müssen ja dann auch gewählt werden und ähnliches. Aber da ich sowieso jetzt auch gar keine politischen Ambitionen habe, juckt mich das Ganze nicht. Wie geht's für dich weiter? Was beschäftigt dich aktuell? Also ich meine, lebst du in den Tag hinein? Hast du irgendein Ziel, dass du sagst, da willst du stehen, 100.000 YouTube-Abonnenten bis Ende des Jahres? Oder was ist dein, hast du irgendein Projekt für 2020? Ja, darüber kann ich nicht reden. Stimmt. Okay, gut. Das hat mich auch gar nicht interessiert, ehrlich gesagt. Doch, sag uns, gib uns einen Tipp, bitte. Nee, mal sehen, ob die Teile auch wirklich sich realisieren werden. Wir sind in Gesprächen und versuchen eventuell neue Formate aufzubauen, die halt natürlich für die liberale Seite ganz gut sein könnten.
und natürlich aber auch eher für die konservative Seite auch sehr interessant sein könnten. Was sich davon realisieren lässt, muss man schauen. Wir haben ein gutes Team beisammen inzwischen. Gibt es noch einen Punkt, irgendeine wichtige Information, die du jetzt gerne vielleicht auch mal anderen Zuschauerkreis mitteilen möchtest? Also wenn du auf Große Freiheit TV vielleicht noch andere Leute erreichst als auf deinem auch nicht unbeachtlichen YouTube-Kanal? Mhm. Erstmal vertraut nicht dem Jens. Der Jens ist ein Echsenmensch, das weiß ich aus sicherer Quelle. Echsenmensch, ne? Ja. Ich habe auch schon seine Eier gesehen. Nein, also ich finde nur, der macht super tolle Arbeit, ehrlich gesagt. Und hat sich in super kurzer Zeit auch qualitativ gesteigert, finde ich. Also jetzt nicht nur vom Setting her, wie er das macht, sondern auch wirklich inhaltlich richtig gesteigert. Also finde ich super. Also kann nur mit einem Kompliment vielleicht abschließen. Perfekt. In diesem Sinne, Hyperion, alles Gute und schreibt gerne in die Kommentare, was auch immer ihr wollt. Oder wie beendest du deine Videos? Ciao. Ach, Daumen hoch, Abo nicht vergessen oder irgend sowas. Also, macht's gut. Ciao.